Mach dich bereit für 10 Probleme, die jedem Extrovertierten bekannt vorkommen. Es gibt 2 Arten von Menschen auf der Welt. Eigentlich gibt es noch viel mehr, aber in diesem Video wollen wir uns besonders auf diese konzentrieren. Extrovertierte und Introvertierte. Derzeit bekommen Introvertierte online viel Aufmerksamkeit und spielen oft eine Rolle in Witzen und Memes mit dem Hashtag IntrovertProblems. Extrovertierte hingegen sollen überhaupt keine Probleme haben und fröhlich von einem Event zum anderen hüpfen wie soziale Schmetterlinge. Aber glaube es oder nicht, das Leben ist für sie auch nicht einfach. Und wenn du ein Extrovertierter bist, wirst du dich in diesem Video sicher wiederfinden. Bleib stark! Du bist nicht alleine auf dieser Reise. Bevor wir einen Blick in die Welt der Extrovertierten werfen, nimm dir einen Moment Zeit, um die Sonnenseite des Lebens zu abonnieren. Wir haben jede Menge lustige Inhalte für Introvertierte und Extrovertierte. Aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke, damit du nichts verpasst. Alles klar, lass uns mit 10 beginnen. Sie sehnen sich nach der Gesellschaft anderer. Jeder gewöhnliche Mensch kann ohne Nahrung und Wasser nicht überleben. Ein Extrovertierter kann ohne Nahrung, Wasser und ohne Gesellschaft nicht überleben. Da gibt es keine Ausnahme. Das mag für einen Introvertierten undenkbar erscheinen, aber es ist wahr. Extrovertierte Menschen beziehen ihre Energie aus der Interaktion mit anderen Menschen. Sie brauchen diesen sozialen Treibstoff, um weiterzumachen. Es inspiriert sie zur Arbeit, dadurch sind sie kreativ und produktiv, lächeln und sind begeistert vom Leben. Wenn diese soziale Treibstoffversorgung unterbrochen wird, verwandelt sich ein einst aktiver Extrovertierter zu einem traurigen, langsam arbeitenden menschlichen Motor. Wundere dich also nicht, wenn du deinen extrovertierten Kollegen gleichzeitig arbeiten und mit seinem Headset sprechen siehst. Es ist ein spezieller sozialer Kanal, den sie nutzen, um effektiv zu sein, wenn im Büro gerade niemand quatschen möchte. Extrovertierte haben Momente, in denen sie allein sind, man kann diese nicht ganz vermeiden, aber sie erkennen schnell, dass sie rausgehen und unter Menschen sein müssen, um ihre Angst vor dem Alleinsein zu überwinden. Nummer 9. Sie erzählen Unbekannten zu viel über sich. Neben der Suche nach der Gesellschaft anderer, streben Extrovertierte danach, alles, was sie beschäftigt, mit jemandem zu teilen. Wenn sie keinen Freund finden können, um über das lustige Video zu plaudern, das sie gerade auf YouTube gesehen haben, oder niemanden finden, der ihnen hilft zu entscheiden, ob der rote Mantel der richtige ist, versuchen sie, neue Freunde zu finden, egal wo sie sich in diesem Moment befinden. Freund mag wohl übertrieben sein, denn Extrovertierte wollen eigentlich einen weiteren Zuhörer für eine zweite, dritte und vierte Meinung. Sie initiieren auch Gespräche mit Fremden, wenn es nicht wirklich notwendig ist, eine Diskussion zu starten. Oft spüren sie nur den Drang, sich mitzuteilen, und sie beginnen dann dieses typische "Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist" Gespräch mit einem Kassierer, Barkeeper oder einer beliebigen Person, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Während es eher harmlos ist, Unbekannten, die man wahrscheinlich nie wieder sehen wird, zu viel zu verraten, kann es jedoch zu Ärger führen, wenn man dem Kollegen zu viel erzählt. Besonders, wenn du etwas nicht so Nettes über deinen Chef sagst. Wer weiß, auf welcher Seite sie wirklich stehen. Nummer 8. Sie haben den Ruf, aufdringlich zu sein. Extrovertierte würden gerne jeden Tag mit Freunden zusammen sein. Dienstagabend ausgehen, an der Premiere dieses neuen Films am Mittwoch teilnehmen, am Donnerstag an einem Bowling-Turnier teilnehmen und das ganze Wochenende über feiern, klingt für einen Extrovertierten nach einem guten Plan. Und natürlich brauchen sie Gesellschaft, um das alles zu erledigen. Klingt das für dich zu viel? Das ist höchstwahrscheinlich der Fall, es sei denn, man ist selbst ein Extrovertierter. Wenn das nicht so ist, wirst du eine Person, die so viel soziale Interaktionen braucht, wahrscheinlich aufdringlich und anhänglich finden. Was Extrovertierte betrifft, so sind sie äußerst traurig, wenn niemand bereit ist, ihre Euphorie mit ihnen zu teilen. Noch schlimmer ist es, wenn Pläne zum Ausgehen gestrichen werden. Sie sind dann wirklich verärgert und finden, dass eine Nacht verschwendet wird, wenn man niemanden trifft und sich nicht unterhalten kann. Nummer 7. Sie fühlen sich als doof abgestempelt. Das Internet stellt Intellektuelle meist als philosophische Menschen mit langen Schals und Brillen im Harry Potter Stil dar, die leise in der Ecke eines Cafés Notizen machen. Klingt nach einem typischen Introvertierten, oder? Extrovertierte hingegen gelten als laute Partytiger, die sich selten mit einem Buch hinsetzen.
Ja, sie lieben es zu feiern und haben keine Angst, ihre Emotionen auszudrücken und in der Öffentlichkeit laut zu lachen. Aber deswegen sind Extrovertierte nicht dümmer. Nehmen wir zum Beispiel Oprah Winfrey. Diese äußerst erfolgreiche und kluge Dame definiert sich als extreme Extrovertierte und betrachtet Fremde als Freunde, die sie nur noch nicht getroffen hat. Nummer 6. Sie überreagieren in vielen Situationen. So wie Extrovertierte ihren Wunsch, mit anderen zu sprechen, nicht wirklich kontrollieren können, tun sie sich auch schwer, ihre Emotionen zu beherrschen. Dinge, die für andere völlig gewöhnlich sind, könnte sie ganz aufgeregt machen. Ein klingelndes Telefon im Büro? Was für eine Freude! Unerwarteter Regen draußen an einem Sommertag? Lasst uns feiern! Manchmal können sie sich auch an einen Witz erinnern, den sie irgendwo gehört haben und fangen dann an, scheinbar grundlos zu lachen. Oft, wenn es zu verrückt wird, bitten andere sie freundlicherweise aufzuhören. Hey Kumpel, kannst du dich vielleicht zusammenreißen? Nummer 5. Andere erwarten, dass sie überaus selbstbewusst sind. Sei es der Geburtstag deiner Großmutter, die Hochzeit deines Cousins oder der Ruhestand deines Chefs. Die Leute werden immer erwarten, dass du eine Rede halten oder alle anderen unterhalten wirst, weil du ein Extrovertierter bist und schüchtern nicht einmal in deinem Wortschatz enthalten ist. Schau, genau da, es fehlt. Sie wissen nicht, dass nicht jeder Extrovertierte ein kompetenter Redner ist. So sehr sie auch die Gesellschaft anderer lieben, nicht alle von ihnen sind bereit, im Mittelpunkt zu stehen. Ob du es glaubst oder nicht, Extrovertierte fühlen sich auch ab und zu schüchtern und unbehaglich. Also respektiere das bitte, genau wie du das Recht eines Introvertierten auf die Zeit mit sich selbst respektierst. Nummer 4. Es scheint, als würden sie ständig flirten. Es ist keine große Sache für einen Extrovertierten, so gut wie jeden anzusprechen und ein Gespräch mit ihm zu beginnen. Aber hier endet es für sie oft. Alles, was sie wollen, ist ein bisschen Smalltalk. Menschen mit weniger Kommunikationssucht interpretieren diese Freundlichkeit fälschlicherweise oft als etwas Bedeutenderes. Stell dir vor, wie unangenehm es sein kann, wenn eine Person es als Flirt interpretiert und geschmeichelt darauf eingeht und der Extrovertierte dann gar nicht checkt, woher dieses Turteln plötzlich herkommt. Es war einfach nur nett. Nichts weiter. Nummer 3. Sie tun sich schwer, ihren Wortschwall zu kontrollieren. Bei so vielen Emotionen, die ihnen aufkommen, gehen Extrovertierte selten in sich und denken nach, bevor sie sprechen. Und sie murmeln nicht nur vor sich hin. Sie beginnen laut und selbstsicher einen Satz, von dem sie keine Ahnung haben, wie sie ihn beenden sollen. Der Wunsch, sich zu äußern, kommt oft in den unpassendsten Momenten. Wenn sie diesen Wunsch unterdrücken, könnten sie in einem Geschäftstreffen anfangen zu kichern. Wenn sie es nicht tun, wünschen sie sich oft, dass sie ihre Worte zurücknehmen könnten, aber normalerweise ist es zu spät. Nummer 2. Sie haben das Gefühl, dass sie ausbrennen, können aber immer noch nicht aufhören. So sozial orientiert sie auch sind, Extrovertierte sind immer noch Menschen, die in der Gesellschaft anderer müde werden können. Dennoch werden sie es sich selbst nicht eingestehen und ein uninteressantes Gespräch über sich ergehen lassen oder auf einer langweiligen Party leiden. Warum? Aus Angst, beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen zu werden oder den Abend ganz alleine verbringen zu müssen. Ein weises Wort an alle Extrovertierten da draußen: Lass das Leiden bleiben. Wenn du das Bedürfnis nach Alleinsein verspürst, dann gehe ihm nach. Es wird immer eine andere Party geben und du kannst auch dann noch neue Leute treffen, wenn du Lust hast. Nummer 1. Extrovertierte dürfen nicht traurig sein. Extrovertiert zu sein ist nicht nur ein psychologischer Typus, es ist ein Vollzeit-Sozialjob mit bestimmten Verpflichtungen. Die erste und wichtigste Aufgabe ist es, strahlend zu lächeln und andere zum Lachen zu bringen. Wenn du keine Lust hast, das zu tun, sind die Leute ganz entsetzt. Selbst wenn sie es dir nie sagen würden, hätten sie erwartet, dass du ihnen wieder gute Laune bescherst, dabei hast du sie ihnen einfach weggenommen. Was ist passiert? Hat ein Meteor die Erde getroffen? Oder ist die Firma, für die du arbeitest, aus der Branche ausgetreten? Sie werden überrascht sein zu hören, dass ihre Stimmungsbombe heute einfach nicht in Laune ist. Und das ist völlig normal. Wir alle haben emotionale Höhen und Tiefen, egal wie introvertiert oder extrovertiert wir sind. Also, bist du ein Introvertierter oder ein Extrovertierter? Wenn du ein Extrovertierter bist, sind dir diese Probleme bekannt? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und klicke auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.